Hallo miteinander, Sally zusammen, willkommen zu einem neuen Pokémon-Karten-Video und heute reden wir über das hier. Genau, die Elite-Trainer-Box von Champions Path. Ich habe das Gefühl, wir müssen darüber reden, weil dieses Produkt ist jetzt seit einer Woche bald im Handel und schon ist es überall ausverkauft und die Preise gehen in schwindelerregende Höhen. Jetzt finden wir die Box toll. Natürlich, sie ist grandios. Finden wir es toll, dass sie überall ausverkauft ist? Nein, definitiv nicht. Finden wir es toll, dass die Preise raufgehen? Nicht unbedingt. Und doch bieten wir weiterhin in unserem Shop die Elite Trainer Box zum Originalverkaufspreis von 69 Franken und sowas plus noch was an. Und der Grund ist, Wir werden oft gefragt, warum wir das machen. Es scheint dumm, aber ich möchte ganz kurz mit euch drüber reden, was die Idee dahinter ist. Als wir das erste Mal davon erfahren haben, von der Pokémon Company, dass ein Spezialset kommen könnte, haben wir natürlich gleich zugesagt und gesagt, okay, schaut, wir nehmen mindestens die und die Menge von Produkten an, weil wir von vorigen Sets wie Hidden Fates wussten, dass es ein Hit wird. Okay, und dann kam die Ernüchterung, wie viele Händler wurden auch uns die Mengen gekürzt, bevor das Produkt released wurde. Wir haben nicht so viel erhalten, wie wir wollten, wie wir gerne unseren Kunden, euch, im Webshop angeboten hätten. Aber wir haben sie gern genommen. Wir haben uns richtig auf das Set gefreut. Und jetzt, ja, jetzt, wir haben noch einige Boxen an Lager und wir weigern uns momentan, den Preis an den Marktpreis anzupassen. Seht, am Anfang waren vielleicht noch ein paar Boxen erhältlich bei anderen Shops rund um die Welt in Europa und sofort habt ihr und haben andere Pokémon-Sammler die Läden gestürmt, haben alle Boxen gekauft und als sie ausverkauft wurden, da fingen viele Boxen an auf zweiten Marktkanälen, auf Versandhäusern, auf weiß nicht wo aufzutauchen zu Preisen, die definitiv nicht dem entsprachen, was sie am Anfang waren. Und der Grund ist einfach, wenn es von einem Produkt wenig Exemplare gibt und alle es wollen, dann ist auch früher vielleicht jemand bereit, einen höheren Preis dafür zu bezahlen. Aber bei diesem Produkt hier, bei der Elite Trainer Box, ist es nur absolut wahnsinnig geworden, weil schon am Release-Tag Leute das Doppelte oder mehr für die Box bezahlen wollten und auch bezahlt haben. Jetzt, warum haben wir auf unserem Shop noch immer die Box zum normalen Preis drin und lancieren auch immer wieder ein Package, das ihr dann kaufen könnt. Der Grund ist, wir haben uns früh eingedeckt mit den Boxen. Wir haben ein paar erhalten. Wir haben zwei, drei geunboxed, wie ihr gesehen habt, auf unserem Channel. Und einen großen Teil des Rests wollen wir eigentlich für echte Sammler, für Pokémon-Sammler zur Verfügung stellen und zwar zu einem Nicht-Price-Premium, weil wir haben die Boxen damals von Pokémon Company zu einem fixen Preis kaufen können. Wir haben sie eingekauft und jetzt haben wir einen Stock, der immer kleiner wird, aber wir haben noch und wir möchten zumindest einen großen Teil davon mit euch teilen und euch die Chance geben, diese Box zu einem vernünftigen Preis zu kaufen. Das machen wir, solange wir noch ein Lager haben zu dem Preis. Und dafür haben wir auch viel Kritik erhalten und ich verstehe es nicht ganz, weil ihr habt dann gesagt, ja gut, wir mussten die Mengen dann auf eine Box pro Person reduzieren, weil was wir nicht wollten, ist, dass jemand dann 10, 12 von diesen Boxen zum sehr günstigen Preis kauft und diese dann sofort wieder verkaufen geht an seine Kollegen und seine Freunde für 100 Franken mehr. Und dann haben eigentlich die Leute haben nicht die Möglichkeit gehabt, günstig an die Box zu kommen. Und wir haben auch nichts davon, weil wir hätten sie gleich viel teurer verkaufen können. Deshalb, wir sind Sammler. Wir bei Card Collectors sind Sammler und wir glauben, dass echte Sammler von Pokémon-Karten eine echte Chance haben sollten, ihre Boxen und Sets zu Marktpreisen zu kaufen und so ihre Sammlung zu vervollständigen. Ich gehe jetzt auf ein paar Fragen ein, die ihr uns gestellt habt. Warum haben wir noch immer ETBs an Lager? Ja, der Grund ist, wir haben eingekauft, nicht wahnsinnig viel, aber wir haben ein paar und wir haben nicht alle gleich released, respektive
Wir wollen auch Leuten, die am Launchtag denn verpennt haben oder reisen waren oder ich weiß nicht, wo sie waren, auch die Chance geben, innerhalb der nächsten Woche diese Boxen zu einem vernünftigen Preis zu kaufen. Darum haben wir nicht gleich alle Tore geöffnet, sondern haben mal angefangen, immer wieder mal 10, 12 Stück zu releasen, bis sie verkauft waren und dann wieder kurz zu warten und dann den nächsten Stock freizugeben. Das hoffe ich macht Sinn für uns, für euch alle. Die Einschränkungen, ich mache sie nicht gern, aber wie gesagt, eins pro Person. Wir wollen einfach, dass jeder Collector, zumindest unsere treuesten Fans, unsere treuesten Follower, mal die Gelegenheit haben, eine Box zu einem guten Preis zu erstehen. Kommentiert bitte unter diesem Video, ob ihr es geschafft habt, ob ihr schon eine ETB von uns kaufen konntet zum Originalpreis. Ich würde mich wahnsinnig über euer Feedback freuen und ob es euch gefallen hat. Ja, etwas, was ihr auch wissen wolltet, ist, wie geht es weiter mit den Preisen? Außer es gibt vielleicht einen großen Reprint von der Box, dass die nochmal gedruckt wird, was ich nicht wirklich glaube. Ist es wahrscheinlich so, dass mit jedem Opening eine Box weniger gibt und die Leute werden sie bunkern und die Preise werden tendenziell eher höher gehen. Aber ich kann es wenig voraussagen. Fakt ist, es ist die ETB des Jahres. Es sind ganz viele tolle Sachen drin, wie eine Promokarte von Glurak. Die Box bietet einiges für ihren Preis. Wie viel jemand dafür zu bezahlen bereit ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Ihr wolltet auch wissen, was haltet ihr denn von den Händlern, die das zu einem höheren Preis verkaufen? Auch das muss jeder für sich selber entscheiden. Jeder Händler hat das Recht, die Preise für seine Produkte so anzusetzen, wie er für richtig hält, wie er für gut hält. Und deshalb, jeder hat seine Gründe. Ich meine, jeder Shop hat andere Kosten. Jeder Shop kann die ETB zu anderen Ka Preisen einkaufen. Vielleicht kommt man ja später daran, muss mehr bezahlen. Es gibt tausend Gründe, warum ein Preis so ist, wie er ist. Und deshalb steht es jedem Shop, jedem Anbieter absolut frei, das zu verlangen, was er für angemessen hält und natürlich auch jedem Kunden. Ich meine, ihr seid nicht gezwungen, es ist nicht Wasser, es ist nicht Brot. Diese Box ist absolut nicht essentiell. Wenn ihr sie nicht wollt oder sie euch nicht leisten könntet, lasst die Finger davon. Es ist wirklich, es sind Pokémon-Karten. Ich glaube, die Relation müssen wir behalten. Es ist kein absolut Grundnahrungsmittel oder essentielles Gut. Wenn ihr eine haben könnt, freut euch. Wenn ihr findet, so viel Geld will ich nicht dafür ausgeben, fein, alles gut, eure Entscheidung. Deshalb sollte auch niemand wütend sein. Zwei Sachen möchte ich gerne noch anschauen. Und zwar, das eine ist, wir werden weiterhin Produkte, ETBs zum Verkaufspreis, zum UVP anbieten. Wir wollen euch aber die Möglichkeit geben, weil die Boxen zum UVP beschränkt sind. Unser Lager reicht nicht ewig. Werden wir künftig auch Elite Trainer Boxen auf dem zweiten Markt, auf whatever, eBay oder so, wir werden sie wieder kaufen müssen, damit wir sie in unserem Shop behalten können. Und natürlich werden das nicht dieselben Preise sein. Wenn wir die Box jetzt auf dem Markt einkaufen müssen, um sie vielleicht selber in 2, 3 Monaten oder 2, 3 Jahren wieder zu verkaufen, dann werden die Preise höher sein. Wir können nicht die Boxen für euch günstiger machen in dem Sinn. Wir können die Boxen, die wir haben, günstig anbieten und dann diejenigen, die wir dazu kaufen, zu einem höheren Preis machen. Deshalb möchten wir euch die Auswahl lassen. Heute Abend werden wir eine zweite, auf unserem Webshop eine zweite Listung für Elite Trainer Boxen öffnen. Neben denen, die ihr zum Originalpreis kaufen könnt, wenn wir mal wieder einen Block releasen, werden wir zusätzlich noch einen Block haben, der näher an den Marktpreisen ist. Also wenn wir jetzt eine Box kaufen und verkaufen müssen, einfach zum jetzigen Preis, dann könnt ihr selber entscheiden. Will ich lieber darauf warten und lieber darauf hoffen, auf der Warteliste für eine günstige ETB berücksichtigt zu werden? Es wird nicht genügend für alle haben. Schon mal voraus. Über 1000 Leute würden jetzt gerne eine Box kaufen. Wir haben nicht mal ein Zehntel davon. Also es ist wirklich crazy. Darum gestaffelt, aber günstig. Aber dann werden wir noch ein zweites Listing haben, das näher am Original, also am aktuellen Marktpreis ist. Und dort hoffen wir, dass wir immer wieder Boxen im Angebot haben, dass die nie out of stock sind. Wenn ihr es also pressant habt, wenn ihr wirklich Stress habt und die Box jetzt braucht, könnt ihr sie zu einem höheren Preis kaufen. Wenn nicht,
wenn ihr Glück habt, könnt ihr eine günstiger kaufen. Wie lange halten wir eigentlich das Angebot offen? Champions Path Elite Trainer Box für UVP. Wir garantieren euch mindestens bis zum Erscheinen des nächsten Sets Vivid Voltage in ein paar Monaten am 13. November. Bis zum Erscheinen des neuen Sets werden wir immer wieder mal Elite Trainer Boxen zum Originalpreis auf unserem Webshop verkaufen. Ja, so viel dazu. Einen kleinen Teaser noch. Wir werden bald schon offiziell unser Arceus Club Programm starten. Arceus Club ist eigentlich nichts weiteres als ein, ihr kennt es von den Flugzeugen, Frequent Flyer Club. Kunden, die oft und gerne bei uns einkaufen und auch supporten in der Community. Eigentlich jedermann. ihr werdet einen kostenlosen Account auf unserem Webshop eröffnen können. Innerhalb dieses Arceus Clubs, wenn wir exklusive Sachen haben, wenn es Produkte gibt, die zu knapp sind oder gar nicht offiziell in der Schweiz erscheinen, dann werden wir teilweise auch zuerst den Mitgliedern unseres Arceus Clubs die Möglichkeit geben, diese zu kaufen. Einfach als Treuebonus für eure Unterstützung. Wie gesagt, Arceus Club Mitglied kann man kostenlos werden. Das steht schon mal fest. Das Launchdatum davon teilen wir euch noch ganz genau mit. Das kriegt ihr auf jeden Fall hier auf diesem Channel mit. Aber bringt euch eigentlich nur Vorteile, wenn ihr große Sammler von Pokémon-Karten seid. So viel dazu als Spoiler. Zusammenfassend, unsere Garantie, wir werden weiterhin Hidden Fates und, nein, nicht Hidden Fates natürlich. Hidden Fates ist schon lange durch mit UVP. Wir werden Champions Path Elite Trainer Boxen zum UVP anbieten. Immer wieder mal ein paar mit einem Limit von einer pro Person. Wir hoffen, ihr versteht das, damit alle mal in den Genuss kommen, mindestens eine zu haben. Wenn ihr eine zweite oder eine dritte braucht, geht auf das zweite Listing, schaut euch dort an, ob der Preis für euch passt und schlagt zu, wenn ihr findet, ja, der aktuelle Marktpreis, ist es mir wert oder ist es mir nicht wert. Wir wollen euch wirklich die Auswahl lassen. Wir möchten euch selber entscheiden lassen, wie viel Geld ihr ausgeben wollt für eine ETB, ob es euch wirklich wert ist. Wir wollen einfach unseren Kunden beide Möglichkeiten geben. Ihr sollt die Möglichkeit haben, sie günstig zu kaufen, aber ohne Garantie, oder halt gleich eine zu kaufen und halt ein Premium zu bezahlen. Das ist der Markt, aber wir drängen euch weder in die eine oder andere Richtung. Wir hoffen nur, dass wir mit diesem Service einigen Leuten mehr die Möglichkeit geben können, ihre Sammlung zu vervollständigen. Wir hoffen, dass euch die Idee auch gefällt. Lasst doch einen Kommentar, was ihr davon hält. Und seid bereit, in dem nächsten Video machen wir wieder mal etwas auf. Nicht die Box, aber wir haben noch ganz viel mehr Champions Path Produkte. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt sicher, pullt gut und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.